Wichtig ist für eine Medizin der Zukunft, dass wir die integrative Medizin und Naturheilkunde zu einem akademischen Fach machen. Im Kanon des Gesundheitssystems haben wir eine ganz wichtige Funktion, die begründet ist in der Patientenversorgung. Wir können durch den integrativen Ansatz, der eben auch stationär, teilstationär und ambulant angeboten wird, können wir einen entscheidenden Unterschied für den Patienten machen im 21. Jahrhundert, wo chronische und chronifizierte Erkrankungen eine überragende Rolle spielen. Und gleichzeitig Infektionen, Pandemien und die daraus entstehenden Folgeerkrankungen wie das Post-Covid-Fatigue-Syndrom von zunehmender Bedeutung sind. Da haben wir gute Konzepte, die wir in die Breite bringen müssen für die Patienten, aber auch beforschen müssen. Das heißt, als akademisches Fach sind wir dazu aufgefordert, im Rahmen der Versorgungsforschung die Dinge zu belegen, aber auch im Rahmen der Methodenforschung unsere Methoden weiter voranzubringen, dass die breite Akzeptanz erfüllt ist. Und mit so einem Konzept, das stationär, teilstationär, ambulant und Lehrstuhl zusammenbringt, können wir auch eine Perspektive für den wissenschaftlichen Nachwuchs generieren. Mir selber ist es so gegangen. Ich habe sozusagen in Essen lange davon profitiert, dass wir eine Struktur geschaffen haben, wo ich vom Assistenzarzt bis zum Professor mich weiterentwickeln konnte. Genau das haben wir jetzt in Bamberg aufgebaut und wir haben die Verantwortung, die nächste Generation zu schulen, damit wir auch, wenn ich dann mal in Rente gehe, sozusagen die nächste Generation an akademisch hochqualifizierten Forschern und klinischen Versorgern ausgebildet haben, die dann die integrative Medizin weiterentwickeln.